Moin Donnen und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von Sichengos mit meiner Wenigkeit. Ich bin der Schulz und ich begrüße euch heute hier mal wieder zurück in Sebas auf einer, ja, neuen Karte und daher auf einer neuen kostenlosen Karte mit dem Namen Ludwigshafen Überland, Freunde. Ja, das ist eine kostenlose Karte, die ihr euch im Steam Workshops euch kostenlos herunterladen könnt. Gibt es schon eine Weile, aber heute ist das erste Mal, wo wir uns die Karte hier auf meinem Kanal hier anhand eines Videos angucken werden. Ja, unterwegs sind wir heute auch hier mit unseren VDL Cetra LLE Bus unterwegs mit 120 Meter Zwei-Tür-Variante. Ja, wir stehen hier gerade auch in Ludwigshafen Arbeitsamt und wir sind heute unterwegs hier auf der Linie 571. Ja, und werden heute einmal komplette Linie abfahren. Ich zeige euch mal kurz die Karte. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Karte. Und ja, wir befinden uns hier gerade so hier oben in so Ludwigsfelde. Dann geht es auch so ein bisschen über Land. Ne? Und dann geht es dann auch bis nach Mutterstadt rein. Also das ist dann auch so eine kleinere Stadt, kann man so sagen, wo wir dann reinfahren werden. Und ja, das ist jetzt gerade die längste Linie. Und in den kommenden Videos werden wir uns auch noch die anderen Linien angucken. Aber als erstes werden wir uns erstmal hier die Linie 571 angucken. So, hier würde sagen, wir werden auch mal einsteigen hier und unseren Bus soweit aufrüsten, also abfahrtbereit machen in dem Falle. Und ja, dann lassen wir unsere Fahrgäste einsteigen und dann geht es dann auch los. So, ich mache erstmal das Licht an. Ich werde noch mal ein bisschen die Heizung anmachen. Ist ja noch ein bisschen frische Licht draußen. So, zack, zack, zack. Dann können wir uns anmelden. Nicht wundern, hier BVG, das stimmt natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, welches Busunternehmen hier fährt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen draußen. Ich habe jetzt auch die Flash Base FM Lackierung. Die ist ja hier mitgeliefert im Hauptspiel. Ich weiß nicht, welche Lackierung hier die richtige ist. Also ja, schreibt es mir gerne mit unten in die Kommentare rein, ob ich das dann auch herunterladen kann dann im Steam Workshops. Ja, im Steam Workshop könnt ihr natürlich auch andere Karten runterladen, wie zum Beispiel die Heinsberg-Map oder die Oberhavel-Map. Kennt ihr ja auch schon bereits hier von meinen Sebast-Videos. Und da wird es natürlich auch weitergehen, aber aktuell ist jetzt erstmal nichts Neues dabei. Genau. Ja, und die Ludwigshafen-Überland-Karte ist auch eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Karte. Wie gesagt, wir werden sie uns heute mal angucken und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich schwerst begeistert über diese Karte. Richtig, richtig, richtig schön. Ist auch so, ja, die erste kostenlose Karte, wo wirklich so so eine Großstadt nachgebaut wird, sage ich jetzt mal noch in dem Fall, ist ja noch nicht fertig. Ist ja auch noch alles in Entwicklung. Aber wir können so schon mit ein paar Linien langfahren und können auch schon ein paar Stationen anfahren und so weiter und so fort. Und das werden wir uns, wie gesagt, dann in den kommenden Videos uns angucken. Ja, wenn du das natürlich nicht verpassen möchtest, dann natürlich gerne Daumen nach oben da lassen und gerne kostenlos den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, bekommst du selbst eine Benachrichtigung. So, das war's jetzt auch mit eigener Werbung. Wir können weiterfahren. Und das geht jetzt erstmal hier gerade hier so ein bisschen durch den Einbahnstraßen, wo auch 30er-Zonen sind. Bin mal gespannt, ob die Ansagen funktionieren. Gestern Abend, wo ich hier mal eine Proberunde gedreht habe, ging sie noch nicht. Kann auch sein, dass ich habe einen Ansagenmod drin von der BVG. Dass es daran liegt. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Bismarckstraße ist als nächstes hier. So. Highlight ist dann auch der Berliner Platz, den werden wir uns dann auch gleich angucken. Das ist wirklich so das Highlight hier auf dieser Karte, kann man so sagen. Ist dann auch die nächste Station dann gleich. So, lass mal die Leute alle einsteigen. Guten Tag. Hallo. Ja, der Fahrkartenverkauf, der ist sehr, sehr, sehr breit gefächert. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich überlege, wenn ich zur Preisstufe 1 gehe, was wir hier für Möglichkeiten haben über Einzelticket, Einzelticket Kind, Einzelticket Bahncard. 5-Fahrten-Karte und 5-Fahrten-Ticket Kind, Tagesticket, Tagesticket Familie, Tagesticket Gruppe und so weiter und so fort. Ne? Das ist schon wirklich, wirklich, wirklich viel. Also, ja. Wenn man das erstmal gemacht hat, wie gestern. Und ich habe den Fahrkartenverkauf ja schon sehr niedrig gemacht, sage ich jetzt mal. Aber von der Einstellung her. Ich glaube, der ist jetzt nur auf 10%. Das ist schon, ich glaube, gestern bei meiner ersten Fahrt hier hatte ich, glaube ich, bis zu,
Gott, lass mich jetzt lügen, aber bis zu 15 Minuten Verspätung gehabt, weil man erstmal zurechtkommen musste mit diesem Fahrkartenverkauf hier. Ist ja natürlich alles ein bisschen anders. So, hier ist auch ein Straßenbahnnetz, allerdings fahren hier keine KI-Straßenbahnen. Ich denke mal, es liegt daran, dass der Hauptentwickler TML Studios das noch nicht mit ins Spiel reingebracht hat, wie wir es zum Beispiel ja auch von der Karte Berlin kennen, ne? Von der Karte, die ja mitgeliefert ist, wenn euch das Spiel Sebas kauft. Genau, ich denke mal, das wird dann hoffentlich dann dieses Jahr auch noch so eine Sache sein, die dann hoffentlich kommen wird. Sowie dann auch Linienbus-KI stattfinden wird. Das fällt natürlich dann auch die Mod-Karten und natürlich auch die Standardkarte Berlin dann um wesentliches mehr auf. Das muss man einfach mal sagen. Genau, ich bin sowieso mal gespannt, was so das nächste große Update alles beinhalten wird. Also, ja, was dann hoffentlich kommen wird. Ich denke mal so zur Osterzeit rum, so März, April, denke ich mir mal, wird es dann nochmal ein großes Update kommen. Na, vielleicht kommen noch ein paar Busse. Vielleicht auch noch eine neue Linienführung in Berlin. Ne? Bin mal gespannt, wenn dann die Karte Hamburg kommen soll. Also es soll ja eine kostenpflichtige Karte werden. Und das haben sie bei der Next Sim 2023 ja, haben sie ja gesagt, dass diese Karte eigentlich Dezember 2023 nur kommen soll. Bis dato habe ich nichts mehr davon gehört und auch nichts mehr davon gelesen. Ja, mal gucken, vielleicht kommt es dieses Jahr. Mal schauen. Ich bin zumindest gespannt. Wie ein Tonschuh drauf. Wenn ihr natürlich mehr wisst als ich, schreibt es natürlich gerne mit unten in den Kommentaren rein. So, alles ein bisschen enge hier. So, aber das wird schon. So, und jetzt die Busstation Ludwigshafen Berliner Platz ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Kommen wir jetzt nämlich hier drauf. Und das sieht schon richtig, richtig, richtig cool aus. Also ich habe mich richtig verliebt hier auf dieser Karte. Ne? Also hier steckt wirklich Liebe drin. Liebe und Zeit. Wie gesagt, gibt es schon eine ganze Weile. Ich habe es auch schon, hat hier ganz klein begonnen, ne? Mit, glaube ich, 5 Stationen. Aber mittlerweile hat es natürlich wirklich eine Fahrzeit, glaube ich, schon von 40 Minuten oder irgendwie so. Also schon nicht ganz ohne. So, da hinten ist auch noch so ein kleiner Kirmesplatz. Na, ja, auch wahrscheinlich dann in der Nähe der Bahnhof irgendwo. Ich denke mal, sind dann alles Bahnstrecken. Genau. So, kommt hier einer. Hier wird keiner einsteigen. Gut. Dann können wir weiterfahren. So, ja, hier auch die Straßenbahn oder die Tramstation. Auch sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Wie ich es finde. So, genau. Dann fahren wir jetzt auch ein bisschen erstmal auf den Tramschienen hier weiter. Und wir werden uns natürlich auch hier an die Tram, Signalisierung halten. Aber es zeigt hier gerade alles Fahrt. So, dass wir dann hier auch fahren dürfen. So, hier zeigt er Auffahrt. Da ist Auffahrt. Dann können wir hier gleich durchschießen hier. So. Ich bin ja auch gestern so oft verfahren. Sehr schön. Alles klar. Also, ich glaube, ich hatte Vorfahrt eigentlich. Ich habe Vorfahrt. Naja, gut. Wollten sie mich ärgern, ja. Naja, gut. Ja, da ist unser Vorfahrtsschild. So. So. Lass mich durch. Ah, ein Träumchen. Dankeschön. Ach ja, so ist es. Nicht aufregend, Schulz. Ach, schön. Aber guckt euch einfach mal hier um. Ne? Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Wirklich, wirklich, wirklich richtig schön. Also ich denke mal, viele SS-Dinger wurden wahrscheinlich auch aus Berlin verbaut, ne? Von der Hauptkarte Berlin. Aber vieles wurde natürlich auch eigen neu gebildet, wie zum Beispiel der Berliner Platz. Ja, der ist ja einmal, den gibt es ja nirgendwo so mehr in Deutschland. Persönlich kenne ich mich jetzt hier nicht aus oder privat, ne? Oder aus der Realität, je nachdem, wie man es nennen möchte. Kenne ich mich jetzt hier nicht aus. Ja. Aber es sieht wirklich schön aus. Wirklich, wirklich, wirklich schön aus. Aber man weiß ja nicht, vielleicht geht es ja für mich auch mal nach Ludwigshafen. Man weiß es ja nicht. Kann ich zumindest jetzt noch nicht sagen. Ist ja gar nicht ja noch nach München zu fahren. Also ich möchte gerne Urlaub in München machen und dann nochmal Urlaub in Hamburg machen. Das ist so für Ende des Jahres geplant. Ja, schauen wir mal, ob das dann auch alles so klappt. Also hauptsächlich ist es mein Trainspotting-Urlaub, sage ich jetzt mal. Genau. So. Die ganzen Busstationen wirklich richtig schön gemacht. Habe ich wirklich richtig verliebt auf
Ja, auf diese Karte. Echt schön. So, wir steigen aus, die steigen ein. Ja, mit. Ja. Hallo. Moin. Moin. Guten Tag. Morgen. Morgen. Ein Ticket bitte. Jo. Kann ich das mit meinem Handy bezahlen? Jo, Anschlusskind. Da. Ja, hier muss man wirklich gucken. Haben jetzt auch gerade schon wieder eine Minute Verspätung hier, aber naja. Die werden wir auch definitiv nicht aufholen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. So. So, die grünen Welle, die nutzen wir mal aus hier, weil hier sind ja auch jede 50 bis 100 Meter gefühlt eine Ampel. Ja, und die Rotphase ist auch sehr lang, unter anderem. Den sollte man nicht unterschätzen. Wie gesagt, habe ja gestern schon die eine oder andere Proberunde gedreht hier. War schon sehr lustig. So, sehr schön. Ich habe jetzt synchronisiertes Berlin-Wetter. Anscheinend sehr neblig, nämlich auch. Also die Aufnahme ist auch gerade am 14.02. Die kommt heute noch online oder dann morgen, also am 15. Mal gucken, wie ich das schaffe. Ich habe ja aktuell Spätdienst. Und dadurch, dass ich schon ja, um 11 Uhr auf Arbeit bin, rein muss, ja, und auch erst 20:30 Feierabend habe, ne, ist das schon sportlich. So, hier kam mal so eine kleine Hügelpiste hier. Also von der anderen Seite aus ist sie noch schlimmer. Weiß ich nicht, ob das in Realität auch so ist. Aber muss ich sagen, ist ja ganz cool umgesetzt. Ist ja durch Verwurzelung unten, ne, also unter der Erde, durch die Bäume, die hier rechts und links stehen, kenne ich auch so viel aus der Realität. Vor allem gerne so auf Radwegen oder irgendwie so, dass dann da die Teerstraße hochkommt. Genau. So, also übrigens, falls ihr irgendein Miauzen hört oder irgendwie so, das ist meine Katze, die spinnt rum. Ich benötige einen Fahrschein. So, guten Tag. Jetzt ist schon wieder. So, Einzelfahrstadttarif. Um Gottes Willen. Guten Morgen. Einzelticket, achso. Normal, ne? Ja. Oder das hier wahrscheinlich. Oder? Nee. Das hier? Muss man das mal gucken hier. So. Alles klar. Guten Morgen. So, guten Tag. Ich benötige ein Ticket. Jo. Wie viel würde das kosten? 5 Tageskarte. Bla bla bla. So, 38 Euro. Ich danke Ihnen. So, mit dem Zug. Dann können wir weiterfahren. So, und weiter geht's mit diesem Port hier. Genau, wie gesagt, wir werden auch noch ein bisschen überland unterwegs sein. Na, und dann fahren wir dann richtig schön in die nächste Stadt rein. Ich weiß nicht, wie weit die Karte noch ausgebaut wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er noch, ja, dass das noch eine Weile gehen wird, so. Was ich persönlich auch sehr schön finden würde. Genau. Aber kommt sich auch richtig vor wie eine Großstadt hier, ne? Das sieht richtig, richtig gut aus. So, wir halten auch jetzt auch nicht an jeder Station hier. Das, glaube ich, gibt es hier noch für die ja, Stadt Ludwigshafen noch eine separate Linie. So eine richtige Stadtlinie. Wir fahren jetzt so eine Überlandlinie. Ist mehr so eine Expresslinie, kann man so sagen. Aber wie gesagt, die anderen Linien gucken wir uns dann auch noch alle in den kommenden Videos an. Ach, wir hätten auch hier bleiben können auf der Spur. Sehe ich gerade. Ah ja, gut. So. Wir fahren erstmal Richtung Klinikum hier. Sehr schön. So. Dann müssen wir hier rüber hier. Ah, alles nicht so einfach. Aber wenn man hier schon ein, zwei Mal lang gefahren ist, geht das schon. Aber wenn man nicht das erste Mal unterwegs ist, das ist schon ja, spektakulär, kann man sagen. Jetzt frage ich mich hier, die Tram-Ampel, die wir hier sehen, ist die jetzt hierfür, also für die Tram, oder ist die auch jetzt für uns? Die steht so komisch hier irgendwie. Na ja gut. Ich lasse das einfach mal so stehen, im Raum stehen. Und ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah, sehr schön. Oh, schön Energy am Morgen, ey. Was willst du mehr? Ach ja. Oh, ich war schon fleißig heute, ey. War schon einkaufen. Also, es ist gerade mal um 9 Uhr, ich war schon einkaufen. Ah, hab schon gefrühstückt.
ja, Aufnahme. Ja, und dann denke ich mir mal, werde ich das Video schon mal so weit fertig machen. Dann werde ich noch ein bisschen aufräumen, absaugen. Ja, und dann kann ich schon weiter auf Arbeit gehen eigentlich. Der Tag geht so schnell rum, aber naja. Aber bald 2 Tage frei. Und am Freitag will ich auch spotten fahren nach Berlin wieder. Freue ich mich schon drauf. Aber schon Ewigkeiten nicht mehr spotten. Das letzte Mal, wo ich spotten war, war letztes Jahr. Naja. Bin schon richtig auf Entzug. Guten Morgen. Morgen. Moin, guten Tag. Hallo. Morgen. Immer freundlich bleiben. Moin, moin. Guten Tag. So. Ja, 2 Minuten Verspätung schon hier. So. Auch wieder sehr cool, dass wir hier wieder auf der Tram-Haltestelle halten. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. So. Ja, haben wir aber auch Halt. Bin mal gespannt, es kommt ja bald so ein neuer Tram-Simulator raus. Ich glaube, da ist auch Dovetail Games mit entwickelt gewesen oder verwickelt gewesen. Also haben die, glaube ich, mitentwickelt oder irgendwie so. Mal gucken, wie der heißt. Habe ich vor, den habe ich auch zumindest vor, mir zu kaufen. Da möchte ich auch gerne mal reinschauen und mal reingucken. Weil ich habe so noch keinen Tram-Simulator, also jetzt keine Straßenbahn-Simulation gespielt. Gab es halt diesen Tram-Sim oder gibt es ja immer noch, glaube ich. Aber da habe ich mir mal die Bewertung durchgelesen. Allem drum und dran. Der ist jetzt hier nicht so berauschend. Und ich habe mir natürlich auch ein paar Videos angeguckt auf YouTube. Fand ich jetzt nicht so. Vielleicht ist der andere besser. Keine Ahnung. Gucken, ausprobieren. Zumindest muss ich erstmal mal gucken, wenn der da released wird. Wenn es überhaupt ein Release-Datum gibt. Oder vielleicht ist er schon draußen. Aber ich glaube, das hatte ich da mitbekommen. Allein schon bei YouTube. Ja. Da die ganzen Simulatoren. Leute, die spielen ja dann sowas auch und testen sowas und so weiter und so fort oder zeigen das. Ja. So ist es. Aber bis dato ist ja noch nichts. Bis dato. Und das habe ich auch vor, dieses dann mal zu testen. Genau. Ja, und wenn ihr überhaupt irgendwelche Ideen habt, Vorschläge habt, was ich mal testen soll, so ne, in dem Simulationsbereich, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht kriege ich ja dann mal ein bisschen Lust, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen zu zeigen. Ne? Auch wenn es einfach nur so eine Testvideos sind, auf gut Deutsch gesagt, sage ich jetzt mal. Ne? Das schadet ja nicht, kann man ja trotzdem alles ausprobieren. So, Mundenheim Bahnhof. Na dann. So. Sehr schön. Ja, ich liebe diese VDL-Busse hier, ne? Richtig schön umgesetzt. Richtig schön. So, guten Tag. Hallo. Guten Morgen. Hallo, morgen. Morgen. Moin. Moin. Kann ich bitte ein Ticket haben? Na, selbstverständlich. Tageskarte Gruppe. So, mit Karte. Sehr schön. So. So. Und dann geht's weiter hier. Na, auch ein bisschen eng hier. Aber ich bin ein Profifahrer. Bin ja nicht das zum ersten Mal hier unterwegs, also allgemein in sowas. Oh, hier auch wieder ein sehr schöner Abschnitt mit den ganzen Kurven hier. Finde ich sehr schön persönlich. Ja, es macht schon Spaß auf der Karte, auf alle Fälle. Ja, schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu in die Kommentare, also wie ihr die Karte findet. Spielt ihr die auch oder spielt ihr die eher nicht? So. Ich glaube, wir hätten ja auch der Busspur halten können. Aber wenn Leute dann rechts abbiegen wollen, dann ja, müssen die warten, dass er oben sind wird. Na egal. Der eine oder andere, der sich hier auskennt, der wird das schon in die Kommentare reinschreiben, was ich hier falsch mache. Aber ich bitte auch darum, ne, dass ich das dann für die nächsten Videos natürlich auch richtig machen kann. Ja. So ist es. So. Also die Großstadt haben wir jetzt schon mal so ein bisschen hinter uns gelassen. Jetzt kommen wir also mehr auf dieses Ländliche. Bin ich jetzt so. Was sehr schön ist. Ja. Und dann geht es dann gleich auch so ein bisschen über Land. Auch sehr schön. Genau. Und dann geht es dann auch eher so
naja, so ein bisschen ins Dörfliche rein. Also ist schon sehr viel geboten hier. So. Oh, hat man zu tun, ja. Mit dem Fahren. So, dann wird es wieder rot. Und jetzt noch eine Esso-Tankstelle. Ja, schön. Bremsbegweit. So. Also Ampeln haben da Entwickler hier wirklich viele verbaut. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass das in Realität auch so sein wird. Ne? Also die Karte wird schon sehr originalgetreu nachgebaut sein. Vermute ich mal. Ja. Aber ich finde es cool, dass wir wirklich schon ja, viele Überlandkarten haben. Ne? Also ja, hier diese Karte zum Beispiel, die Ludwigshafen-Überlandkarte ist ja Überland. Dann die Heinsberg-Map ist auch Überland und auch die Oberhavel-Map ist Überland. Die ist sehr schön. Es gibt ja auch noch weitere Modkarten. Ich glaube, eine, ich weiß nicht, ob das eine russische Modkarte ist oder eine ukrainische Modkarte ist. Zumindest ist da alles so mit kyrillischer Schrift. Ich denke mal, die werden wir uns auch mal angucken irgendwann mal. Da gibt es noch eine polnische Karte. Aber ja, ist noch nicht so spektakulär. Da gibt es noch eine weitere deutsche Karte, aber die ist wirklich sehr nackig aktuell noch. Da gucke ich auch ab und zu mal rein. Und sobald da was ist zum Zeigen, sage ich jetzt mal, zeige ich euch die Karten auch natürlich. Ne? Also, ja, die Mod-Community ist sehr aktiv. Und ja, bin auch sehr gespannt, was dann nicht noch so alles dazukommen wird. Ne? Warte ja wirklich nur noch darauf, dass einer mal so, ja, so Hamburg, Köln, Düsseldorf da so oder München vielleicht so die Gebiete sich ranwagt. Aber man weiß ja auch nicht, was dann im Hintergrund noch so alles schon ja, im Bau ist. Beziehungsweise was alles im Hintergrund noch so in Planung ist. Hab mir ja auch mal vorgenommen, vielleicht möchte ich das auch irgendwann mal machen. Hab schon echt Bock drauf, dass ich ja, mich mal hinsetze und mich da mal mit auseinandersetze, wie man sowas baut, also ne, wie man so Karten erstellt und sowas. Ich habe eigentlich auch mal Lust, ja, so eine Freeware-Karte zu entwickeln. Für mich und natürlich auch für euch, ne? Die man dann auch im Steam Workshop hochladen kann, ne, wo Leute sich dieses dann kostenlos herunterladen können. Habe ich schon Bock drauf. Aber muss ich mich echt damit mal auseinandersetzen, wie was da funktioniert, weil es hat ja auch viel so mit ja, Gestaltungsbau, ne? Also ja, angenommen, ich tue irgendwas im Raum Cottbus bauen, ne? Der Cottbus Hauptbahnhof, den gibt es nur einmal in Deutschland, ne? Nirgendwo anders. Den kann ich von nirgendwo nehmen, den muss ich schon selber gestalten. Aber wie das funktioniert, allem drum und dran, das ist so eine Sache, na, keine Ahnung. Da muss man sich mal so ein bisschen auseinandersetzen. Aber vielleicht ist ja irgendein Entwickler, guckt ja dieses Video hier, also, weiß ich nicht, der sich auskennt mit so Streckenbau und Entwicklung, was auch immer, kann er mich gerne mal über Instagram, also am besten über Instagram, Link dazu unten in der Videobeschreibung oder auch über den Discord, sich gerne mal an mich wenden, wenn er dann mal gerne mit mir darüber reden möchte. Und mir ein paar Tipps geben kann, Ideen oder allgemein so ein paar Sachen erklären kann. Wäre schon ziemlich cool, wenn es da einer geben würde. Würde ich mich zumindest freuen. Irgendwie, ich habe schon Bock, ja, selber was zu kreieren. Also natürlich auch ans Original angewendet, aber bei mir ist das definitiv wär's auch eine Überlandkarte. Eine sehr schöne Überlandkarte. Ja, wo ich selber tagtäglich so gesehen unterwegs bin. Genau. Tja, mal gucken, was wird. Mal gucken. So. Gartenstadt. Mauer. Maudacher. Busch. Bruch. Ach, keine Ahnung. Irgendwie. So. Schön. Gefällt mir zumindest. Macht Spaß. Ist halt nur ein bisschen nervig, die ganzen Ampeln, aber ja, ist halt in Realität auch so. Kann man nicht ändern. Muss man alles so nehmen, wie es ist. So, ich habe auch wieder ein paar zusätzliche Mods drin, ne, wie Automarken, Transporter haben verschiedene Werbeaufschriften wie DHL, öfter Möbel und ach, was weiß ich noch alles, ne, also das Übliche, ne. So. Gut. Fahrgäste einsteigen hier. Schön, hallo. Guten Tag. Boah, ich wäre 6 Minuten Verspätung, krass, ey.
Junge, 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 ey. Na gut, durch die ganzen Ampeln und so, ne? Also ich denke mal, der Fahrplan wird schon ziemlich straff gehalten sein hier. Naja, sportlich, 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 sportlich. Aber du hast ja auch nur Ampeln. Naja, gut. Muss man halt so nehmen. Ach ja. So ist es. So. Ach ja. Oh, ich muss ja die Strecken hier. So. Ja, wird's wieder grün. So, und die nächste mich jetzt auch gleich mit hier mit der grünen Welle. Darf ich nicht widerstehen. So. Sehr schön, haben wir mitbekommen. Oder mitgenommen. So, wir müssen nicht übertreiben. Wollen wir schon so ein bisschen an die Geschwindigkeit halten. Nicht, dass wir noch hinterher geblitzt werden oder irgendwie so. So, und dann gehen wir auch jetzt raus hier aus Ludwigshafen. Und jetzt geht es dann erstmal über Land weiter. So, Transporter, fahr da vorne mal, den Bock abzubremsen. So, und dann können wir auch erstmal schön mit 70 weiterfahren hier. Sehr schön. Naja, das macht richtig Spaß hier. So, aber auch hier sind Ampeln. So. Naja, ein schöner Mercedes-Sprinter vor uns. So. Ah, eine junge Dame hier. Auch gut besucht unter Bus hier, ne? Wie immer. Sehr schön. Ja, was ich auch ziemlich cool finden würde, wenn es irgendwann mal eine Möglichkeit gibt, also dass die Fahrgäste auch stehen können, ne? Weil es gibt auch Stehplätze. So gesehen, ne? Aber die setzen sich ja immer nur hin. Und wenn da wirklich keine Sitzplätze mehr frei sind, dann steigen die Leute auch nicht mal ein. Das wäre ganz cool, wenn es ja, wenn es mal ein Update geben würde, wo dann auch, ja, Leute auch Stehplätze einnehmen, ne? Oder auch Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Fahrer oder Personen mit Kinderwegen mitfahren wollen und so weiter und so fort. Wäre auch ziemlich cool, weil die Rampe hinten schließlich kann man ja auch betätigen. So, na dann. So, guten Tag. Moin. Morgen, hallo. Guten Tag. So, Tür geht zu hier. Boah, ey. Ach, 7 Minuten schon. Was? Ah, hier ist schon 8er. Naja, das aber nicht mehr ein, Freunde. Kann ich euch versprechen. Aber das sind die ganzen Ampeln. Da vorne kommt schon wieder eine rote Ampel. Das sind die ganzen Ampeln hier. Da hat man, ja, zu tun. Da hat man zu tun. So ist es. So, das war erst so 2 Kilometer. Bis nach Mutterstadt Friedhof. Aber durch Mutterstadt haben wir auch noch gute Stücke. Video ist noch nicht vorbei. Ist gar nicht, also 40, 45 Minuten, glaube ich, braucht man ungefähr, glaube ich. Mal gucken. Habe jetzt die letzten Male, wo ich hier unterwegs war, jetzt nicht auf die Uhr großartig geguckt. Wir sind jetzt schon eine gute halbe Stunde unterwegs, ja. Aber gut, wir haben ja auch 8 Minuten Verspätung aktuell. Ja. Durch die ganzen Ampelphasen hier. So. Sieht richtig cool hier aus, ey. Richtig schön. Ja, heute ein bisschen neblig, haben wir jetzt nicht so einen schönen Weitblick. Aber ist schön in Ordnung. Hat zumindest was. So. Und das liebe ich halt, ne? Einfach auch mal so ein bisschen über Land.
ein paar Kilometer. Ist richtig cool. So, sind wir in Mutterstadt. Ja, natürlich nur 50. Oh, hier haben wir gleich einen Lidl, gleich Taco, N, hier Deichmann. Mein Gott, ey. Einkaufsmöglichkeiten hier. Ohne Ende. Hier am Friedhof. So. Na dann. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ist auch keiner. Ein paar unfreundliche Schweine hier. So. So, und dann geht's natürlich gleich weiter hier mit roter Ampeln hier. Also ich glaube, ich hatte nur so viele rote Ampeln gehabt. Obwohl, na gut, auf der Karte bei denen kann ich mir gut vorstellen, da sind auch viele Ampeln. Ah, naja, keine Ahnung. Aber gut, wir haben das jetzt halt reingeholt. Jetzt haben wir nur minus 6. Sieht man hier schön, minus 6. Oh, so ist es. Oh ja, schwipp, schwipp, Werbung. Also Berlin-Werbung hier noch. Oh, warum nicht, ne? So, jetzt wird es ein bisschen länger. Ich glaube, es war jetzt gerade ein Haltestellenwunsch. Glaube ich. Hallo. Moin. Moin. Ich benötige einen Fahrschein. Moin. So, eine Tagesticket. Ein normales Tagesticket. 59. Dann gibt es 50 Cent wieder. Bitteschön. Hallo. Ich brauche einen Fahrschein. Auch ein Tagesticket. So, mein Vater. 55 bitte. So, alles klar. Ich danke. So. So, der ALC fährt auch noch. So. Ein sehr schöner Abschnitt hier. So. Ja, hier habe ich keine Ahnung, wo man hier rechtzeitig blinken soll hier. So. Aber finde ich cool. Also der Abschnitt muss ich wirklich sagen, richtig schön. So. Ja, dann kommen noch ein paar 30er-Zonen jetzt dann auf uns zu, soweit ich weiß. Genau. Ja, und das ist eher so mehr dörflich, weiß ich nicht. Also, schön cool. Ach, gefällt mir. Ich bin gespannt auf eure Meinung. So. Aber wie gesagt, es werden dann auch noch weitere Videos kommen, wo wir dann auf den anderen Linien, also die werden, ein paar Linien gibt es hier schon. Ja. Die werde ich euch natürlich auch in Zukunft in Videos zeigen. So, guten Tag. So, da wollen wir mit. So. So. Jetzt weiter. So. Komm, fahre. Ey, du kannst mir doch jetzt hier nicht stehen bleiben. Oh, ey. Warum bleibt er denn jetzt hier stehen? Oh, mein Kollege, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Das sind so eine Sache manchmal von den mit den KI-Fahrzeugen hier. Das nervt manchmal. Mensch. Zu groß. Viel zu lang. Oder zu eng die Straßen kann auch sein. Je nachdem, wie man das betiteln möchte. Ach ja, naja. Soll ja nicht langweilig werden, ne? So. Auch richtig cool jetzt mit diesen ganzen schmalen Seitengassen.
bin ich auch schon ausgeflippt. Also mit dem Gelenkbus auch hier lang zu fahren, ist auch wieder so eine richtige Katastrophe hier. Wenn hier Autos von vorne kommen, die stellen sich so blöd an der KI hier, wirklich bei diesen ganzen Seitengassen, da musst du wirklich alles wegschieben. Oder dich zurücksetzen lassen. Aber meistens, wenn du dich zurücksetzen lässt, da bist du irgendwo nur nicht am letzten Ladepunkt. Ist mir auch schon aufgefallen. Also habe ich zumindest, so die Probleme. So. Oh. Naja, steigen wir auch noch. Cooler Ei, ne? Guten Tag. So. Aber wirklich so, es macht wirklich richtig viel Spaß, hier unterwegs zu sein. Das haben wir wirklich schon drei richtig schöne, gute Karten. Einmal die Oberhavel-Map, die Heinsberg-Map und jetzt hier die Ludwigshafen-Überland-Map. Richtig schön. Und an allen dreien wird fleißig gearbeitet. Ja, und die Standardkarte Berlin haben wir natürlich auch. Die ist auch sehr schön, gar keine Frage. Nur, ja, ach, da kenne ich mich aus. Da spiele ich seit Tag 1, ne, auf die Berlin-Karte. Ja, da bin ich eigentlich nur unterwegs, wenn dann wirklich mal eine neue Linie kommt oder irgendwie so, wie ja, die letzte neue Linie, die 123. Die kam, ne, da war ich echt ein bisschen unterwegs. Aber sonst war es dann eigentlich schon nie. War ich schon seit Wochen eigentlich nicht mehr unterwegs. Großartig. So. So ist es. Freunde der Nacht unter der gegenden Sonne. Machen wir ein bisschen ausholen hier. Den ganzen Inseln. Also einfach, ja. So. So. Na dann. Guten Tag. Guten Tag. Morgen. Morgen. Ich benötige ein Ticket. So. Kann ich das mit Karte zahlen? Ja, 38 Euro bitte. Bitte schön. So. So, geht's weiter? Ah, der Tempomat ist mein Freund. Den nutze ich gerne. So. Ja, schon alles ein bisschen enge hier. Dadurch, dass auch an den Seiten hier ganz viele Autos so parken und so. Hätte ich natürlich sehr cool, dass sie das machen. Aber macht die ganze Geschichte natürlich auch etwas sportlicher. Aber man braucht auch so ein bisschen Herausforderung im Leben, ne? So, na dann. Können wir hier nochmal anhalten. So. So, guten Tag. Hallo. Hallo. So. Kommt nicht. So, geht's weiter. Mutterstadt Süd. Also sind jetzt die ganzen 30er-Zonen hier, ne? Jetzt in schönen, schmalen Straßen. Ja, seltenen Straßen sind das jetzt alles nicht, aber es ist ja so mehr so. Es fühlt sich für mich so dörflich an. So ein schönes, großes Dorf. Ja. So ist das. So, nochmal einen Kreisverkehr mal zur Abwechslung. So, sollen wir auch gleich die erste Ausfahrt nehmen. Sehr schön. Erleichtert uns das Leben natürlich gleich hier. So. So, Mutterstadt Süd. So, hallo. Morgen. Morgen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Moin. Morgen. Guten Tag. So. Sehr schön. So,
Aber jetzt dürfen wir auch mal zur Abwechslung wieder 50 fahren hier. Sehr schön. Aber wieder 37 Verspätung hier. Na gut. Ich habe schon ein bisschen Hoffnung gehabt, dass wir die wenigstens ein bisschen reinholen. Haben wir ja auch geschafft erst, aber naja. War es dann auch wieder. Zu früh gefreut. Naja, so ist es. Passiert. Und wo kommt der nächste Kreisverkehr? Scheiße. Muss da rein. So. Stirn. So. Oh Gott, das wäre hinter. Bin ich jetzt ein bisschen irritiert mit den ganzen Absperrungen. So. Aber naja. So ist es. So, haben wir dennoch geschafft. So, und Tür wieder auf. Guten Tag. Hallo. Na, Oma, kommst du mit? Jo, sehr schön. Sehr schön. Morgen. Hallo. Hallo. Oh. Gut, das war's. So, ist schon 9 Minuten Verspätung, krass. So. Rechts vor links. Glaube ich zumindest. So, mal wieder ein Vorfahrt-Gewährleistenschild. So, sieht gut aus. Gehen wir weiter. So. Ah, passend durch hier, sehr schön. Ah, schon enge hier alles. Ach, das ist eben Spindelfeuerwehr, meine Fresse. Ich dachte schon, was ist denn hier los? Aber hier geht das Sirene. Cool. Das auch noch nie gehabt. Habe ich zumindest nicht in den Sinn. So, jetzt. Ah. So, vollzeite Stelle, Blockfeld Nord. Uiuiui. Aufpassen, haben wir noch rechts und links Fahrradwege. Aber sehr schön alles hier. Wirklich richtig schön. Kann man nicht anders sagen. So. So. So, hier nochmal die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. So. Guten Tag. Morgen, ein Ticket bitte. Jo. So. Kann ich das mit dem Handy bezahlen? Natürlich. Tageskarte. So, 59, bitteschön. So. Guten Morgen. Morgen. Ich benötige einen Fahrschein. Jo. Tageskarte Gruppe 1880, bitte. Alles klar, danke schön. So. So, und dann geht's weiter hier. So, nächste Haltestelle und Endstation ist Mutterstadt West. Heinstraße. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Ja. This bus terminates here. All change, please. So, sehr schön. Und damit haben wir es dann auch geschafft. Und wie gesagt, es war... ich persönlich eine sehr, sehr, sehr schöne Fahrt. Mit sehr viel Verspätung, aber es war sehr schön. So, lass mal die Fahrgäste aussteigen hier. So. Steigen auch alle aus. Ein Träumchen. So. Und Dinger, würde es weitergehen? Bin gespannt, wie lange haben wir noch Zeit hier? Noch bloß 11 Minuten, also man kann die Verspätung dann gut rausholen hier. Ja, Freunde, und damit würde ich auch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, was eure Meinung ist zu dieser Karte hier.
ob es euch gefällt, habt ihr Verbesserungsvorschläge und so weiter und so fort. Wenn einer von euch dabei ist, der dieses Video, wie gesagt, sieht, ne, der so ein bisschen selber hier aktiv ist, also, ne, also so Kartenbau macht und so weiter und so fort, hier und sowas, melde dich gerne bei mir mal über Instagram oder Discord. Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung und natürlich bei allen anderen. Und auch gerne natürlich auf meinen Instagram-Account und Discord-Server so mal vorbeischauen und TikTok. Da kriegt ihr mal nochmal zusätzliche Videos, ein paar Einblicke aus meinem Privatleben und so weiter und so fort. Ja. Ja, und damit bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, in den kommenden Tagen werden nochmal weitere Videos hier aus dem Spiel Sebas geben auf der Karte Ludwigshafen-Überland-Map, wo wir uns hier die ein oder andere, die eine oder andere Linie uns definitiv nochmal anschauen werden, Freunde. Ja, damit wünsche ich euch was. Allzeit gute Fahrt hier in Sebas. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Schulz von den Linkus. Tschüss.